gezwungen, die Rolle der Maud umzubesetzen. Nun gibt es ohnehin nur wenige Schauspielerinnen im passenden Alter, die eine solche Rolle spielen können, aber so gut wie niemand, der bereit ist, das innerhalb von 14 Tagen zu bewältigen. Wir sind außerordentlich stolz und dankbar, dass Regine Lutz sich diesem Ritt über den Bodensee, wie sie es selbst genannt hat, gestellt hat und dadurch die Produktion nicht nur gerettet, sondern außerordentlich bereichert hat. Wir möchten ihr selber bedanken. Wir möchten ihr für den großen Einsatz außerordentlich danken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen besonderen Abend mit Harold und Maud. Kommt heute zu uns, um dich kennenzulernen. Er hat sich extra freigenommen, weil ich ihn darum gebeten habe. Nutze die Gelegenheit. Sprich mit ihm. Wenn du dich ihm wirklich anvertraust, dann kann er dir ganz bestimmt helfen. Für mich war er eine Offenbarung. Doktor, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut.
gekommen sind. Manchmal weiß ich nicht, ob ich wirklich die Kraft habe, diesen Jungen alleine großzuziehen. Was möchten Sie trinken? Scott? Danke, gerne. Scott, Marie, und für mich bitte ein Glas Weißwein. Sie wissen ja, wie schwer ich es hatte nach Charles Tod. Die Geschäfte mussten weitergehen. Das Haus hier beschäftigt mich und dann meine Wohltätigkeitsarbeit. Ach ja, ich hatte es nicht leicht. Weiß Gott. Nicht immer, dass ich zu Charles Wegzeit noch Wänden getragen wurde. Er war auch ebenso anstrengend wie Harold. Von unserer Hochzeit, da habe ich Ihnen ja schon erzählt, hat je eine Braut 25 Minuten vor dem Altar gewartet, weil der künftige Ehemann zu Hause im Bad an einer mechanischen Ecke herumbastelt. Danke, Marie. Nun ja, sprechen wir von Harold. Ich finde einfach keinen Zugang mehr zu ihm. Ein gesprächiger Junge ist er ja nie gewesen. Intelligent, ja. Und sehr kreativ. Sie sollten mal sehen, was er da alles auf seinem Zimmer hat. Aber gesprächig? Nein. Sie haben es ja selbst erlebt. Ja, er schien ein Menschen gegenüber, da bringt er keine zwei Worte heraus. Dabei habe ich wirklich versucht, den gesellschaftlichen Schnitt beizubringen. Mit 11 habe ich ihn in die Tanzschule geschickt. Vergebens. Auf Partys, da zieht er sich einfach zurück, sitzt irgendwo allein in der Ecke herum. So etwas kann sehr, sehr peinlich sein, vor allem, wenn es sich um seine eigene Party handelt. Ich werde versuchen, mich nach dem Dinner ein wenig mit ihm zu unterhalten. Vielleicht bestelle ich ihn auch in meiner Praxis. Ach, das wäre so schön. Und eine gewisse Erleichterung für mich. Wissen Sie, Doktor, als Mutter, da sagt man das wirklich nicht gerne, aber in letzter Zeit erscheint mir Harold geradezu kopflos. Sagen Sie, Harold, wie viele solcher Selbstmorde haben Sie denn schon hinter sich? Also, die genaue Zahl lässt sich nur sehr schwer bestimmen. Und warum? Ich weiß nicht recht, ob ich den ersten mitzählen soll, da war ich ganz freiwillig. Naja, und als der Gasofen explodierte, war meine Mutter noch gar nicht von der Party zurück. Dann die noch im Planungsstadium sind. Die nicht funktionieren, die verstümmeln. Also nur grob geschätzt. 15, würde ich sagen. Ist aber eine sehr grobe Schätzung. Und die haben Sie alle Ihrer Mutter zuliebe geplant? Naja, zuliebe trifft das vielleicht nicht ganz. Aber Sie wollten noch eine bestimmte Reaktion bei Ihrer Mutter hervorrufen. Miss Jason hat mir erzählt, dass sie einen Nervenschock erlitt, als sie sich vor einiger Zeit mit einer Selbstschussanlage den Kopf durchlöcherten. Ja, die Sache ist nämlich gar nicht so einfach, wissen Sie? Manchmal geht das Ding los, ohne dass der Farbbeutel mit dem Blut rausspringt. Mit der Reaktion Ihrer Mutter, da waren Sie zufrieden. Ja, es war ja auch neu für Sie. Sehr interessant. Was halten Sie von jungen Damen, Harold? Ich mag Sie. Haben Sie eine Freundin? Nein, das nicht. Och, warum nicht, Harold? Ich glaube, die Mädchen mögen mich nicht. Och, warum nicht? Weil ich in der Tanzstunde immer auf die Füße getreten bin. Ach so. Wie hat es Ihnen denn im Internat gefallen? Haben Sie sich dort wohl gefühlt? Aber ja. Brauchten Sie Ihre Lehrer? Ja. Ihre Mitschüler? Ja. Und warum sind Sie denn von dort weggegangen? Ich habe das Gebäude mit dem Chemielabor in Brand gesteckt. Und danach rieten mir meine Lehrer, das Examen per Post abzulegen. Sie blieben also zu Hause? Hat mir nichts ausgemacht. Gehen Sie denn nie aus? Doch. Dahin, wo Autos verschrottet und Gebäude abgerissen werden. Verstehe. Aber, Harold, was tun Sie denn zu Ihrem Vergnügen? Ja, das macht mir Vergnügen. Nein, nein, nein. Aber was tun Sie denn sonst so zu Ihrer Zerstreuung? Ah, Sie meinen, wenn ich nicht noch mal im Zimmer bin? Ja, ja. Ich gehe auf Beerdigungen. Ja.
richtige Zeit, um sich davon zu machen, nicht wahr? Weiß ich nicht. Na, 75 ist zu früh. Und mit 85 schlägt man ja sowieso nur die Zeit schon. Na, irgendwann muss ja jeder über den Horizont kommen. Was tun Sie da? Vater, wir warten auf den Gottesdienst. Halten Sie ihn? Ja, aber Sie dürfen hier nicht essen. Nun, es ist verboten. Das ist doch albern. Ist das nicht das Haus Gottes? Ja, aber... Und er will doch, dass wir alle froh und glücklich sind. Gewiss, aber... Wo ist denn da das Problem? Das hier ist eine Beerdigung. Ja, eben, gerade habe ich mit Harold diskutiert. Das schreiben Sie ja. Woher kommt diese Manie? Entschuldigung, aber ich glaube, ich muss jetzt los. Ach, gehen. Wirklich. Lunch? Ja. Ach, ja, dann essen Sie mal tüchtig. Mary, ich muss wirklich mit Ihnen sprechen. Ja, das trifft sich gut. Ich habe auch einiges auf dem Herzen. Jetzt sehen Sie sich doch mal diese Heiligen an. Keiner von Ihnen lächelt. Ich finde das töricht. Ein unglücklicher Heiliger. Also, ist das nicht der Widerspruch in sich? Gut, in dem Punkt, da mögen Sie sogar recht haben, Madam. Aber was diese Nüsse da betrifft... Oh, das tut mir aber leid, ich habe keine mehr. Wie wär's mit einer Apfelsine? Nein. Oh, mein Gott, es steckt doch in Verfügung an. Aber lassen Sie doch. Ich habe noch eine Frage. Ich wollte immer wissen, warum Sie ein Schloss am Opferstock. Da war immer ein Schloss dran. Jetzt nicht mehr. Zurückschicken musst. Das sind 50 Fragen mit jeweils 5 möglichen Antworten zum Ankreuzen. Ohne Einschränkung ja, bedingt nein und absolut nicht. Bist du soweit, Harold? Die erste Frage lautet, waschen Sie sich dauernd die Hände? Dauernd? Na, ist das richtig, Harold? Vielleicht sogar absolut nicht? Frage Nummer 2. Verbringen Sie gerne viel Zeit mit sich allein? Na, das ist einfach. Ohne Einschränkung ja. Nummer 3. Sollte die sexuelle Aufklärung außerhalb des Hauses vor sich gehen? Also ich würde sagen, nein. Du nicht auch, Harold? Sollten sich auch Frauen für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten bewerben? Ja, warum denn nicht? Ohne Einschränkung ja. Laden Sie auch Freunde zu sich ein? Nein, das tust du nicht, Harold. Absolut nicht. Haben Sie oft
Gegenteil, davon bin ich überzeugt. Nun? Ja? Sagen wir bedingt ja. Frage Nummer 15, hatten Sie eine glückliche Kindheit? Aber ja. Du warst ein reizendes Baby, Harold. Entspricht ein Weiterleben nach dem Tode Ihrer religiösen oder philosophischen Auffassung? Oh ja, ganz sicher. Also ohne Einschränkung, ja. Haben Sie ohne erkennbare Ursache Höhe- und Tiefpunkte? Ja, die hast du, mein Schatz. Behalten Sie Witze und erzählen Sie sie weiter. Nein, das ist nicht so deine Art. Wie? Glauben Sie, dass die sexuelle... Harold, kommst du bitte da raus? Glauben Sie, dass die sexuelle Revolution...
Pralinen. Wir pflanzen ihn woanders hin, in den Wald. Wohin? Kommen Sie herauf, verschwenden wir keine weiteren Worte und überlassen wir diesen Mann seinem Gewissen. Das nächste Mal, da hole ich gleich die Polizei. Jo. Sich einfach einen nehmen? Ja, natürlich. Aber Sie haben doch schon das Auto des Vaters und jetzt wollen Sie sich noch einen nehmen? Ja, und was wird der Besitzer dazu sagen? Was heißt Besitzer? Kein Mensch besitzt irgendetwas wirklich. Ja, das mag ja sein, aber ich glaube, dass Sie den Leuten damit gehörig auf die Nerven gehen und ich weiß nicht recht, ob das sinnvoll ist. Heute doch, morgen fort. Man soll sich nicht an Dinge klammern. Was halten Sie von meiner Skulptur? Sie gefällt mir. Oh, nein. Sie müssen sich Zeit lassen. Fassen Sie sie an. Fühlen Sie sie. Lassen Sie das Holz zu Ihnen sprechen. Ja, das ist der Sinn der Sache. Ja, also, das macht Spaß. Das habe ich gemacht. Ein Ausflug in die Welt des Tastens. Sehr interessant. Ach, die kleine Nackte ist von einem meiner Freunde. Ich habe ihm Badell gestanden und er hat sie mir dann geschenkt. Das sind Sie? Ja. Gefällt es Ihnen nicht? Doch. Es schockiert Sie. Nein, durchaus nicht. Sie finden es nicht anstößend? Nein. Herr, ich weiß, wir werden sehr gute Freunde. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mein Odorophon. Was ist das? Das ist der Protest gegen
einen und abstrakten Geruch vorzudringen. Frau Apparaten, verstehe ich was. Wenn ich erst einmal hinter die Basiskonstruktion gekommen bin... No problem. Und jetzt wollen wir Kaffee trinken. Ja, au, Wein. Ich fürchte, ich kann nicht, ich habe eine Verabredung. Wie der Zahnarzt? So ähnlich. Meine Mutter hat da was arrangiert. Ja, gut. Aber Sie müssen mich wieder besuchen. Gerne. Meine Tür ist immer offen. Gut. Versprochen. Versprochen. Hallo!
legt sie unter die Zungenwurzel. Und dann lehnt sie die Zungenwurzel zurück. Hi. Richtig, lehnt sich um das erste Schlieren schließen. Und dann atmen sie ein und blasen. Ja, ich weiß, Zunge gewölbt halt. Der Trick war mir ja auch neu. Er versucht jeden Tag was er will. Dazu sind wir ja auf der Welt, dass wir immer versuchen, hinter Dinge zu gucken. Sie machen den Eindruck, als würden Sie es schaffen. Ich? Oh, hören Sie, habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, dass ich am nächsten Sonnabend 80 werde? Wie 80 sehen Sie nicht aus. Das liegt an der richtigen Ernährung, an der richtigen Gymnastik und an der richtigen Atmung. Begrüßen Sie jeden Morgen mit dem Atem des Feuers. So. Ich habe wohl endgültig den Herz erreicht. Ja, am nächsten Sonnabend werde ich das alles verlassen. Herr, erzählen Sie, was verpflichtet. Was tun Sie, wenn Sie nicht zur Beerdigung gehen? Alles Mögliche. Ja, ich sitze auf meinem Zimmer und arbeite an meinen Projekten. Und was noch? Donnerstags zum Beispiel, da gehe ich mal auf den Schrottplatz. An diesem Tag werden da die Autos zu kleinen Metallwürfeln zusammengepresst. Das ist faszinierend. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mal mit. Ja, und ob ich will. Gleich morgen gehen wir hin. Und auf dem Rückweg zeige ich Ihnen eine Blumengärtnerei. Haben Sie sowas überhaupt schon mal gesehen? Nö. Blumen sind empfindsam. Sie wachsen, gedeihen, blühen, welken, sterben und verwandeln sich in etwas anderes. Ich glaube, dass sich alles verwandelt. Ich möchte mich am liebsten in eine Sonnenblume verwandeln. Warum das denn? Ja, weil sie so leuchtend ist und so einfach und so groß. Als Kind war es mein sehnsüchtigster Wunsch, eine große Frau zu werden. Erzählen Sie von sich, was würden Sie gern als Blume sein? Ich weiß nicht. Ich bin ja dann eher ein ganz gewöhnlicher Mensch. Vielleicht eine von denen da. Warum sagen Sie das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie alle gleich sind. Ja, aber sie sind ja nicht alle gleich. Schauen Sie doch mal. Die einen sind größer, die anderen kleiner, die anderen wachsen nach links, die einen nach rechts. Und dann sind immer noch welche, wo die Blütenblätter fehlen. Eine Unmenge sichtbarer Unterschiede, von den biochemischen ganz zu schweigen. Ein Individuum. Ja, zugegeben, wir mögen Individuen sein, aber wir müssen zusammen aufwachsen. Ich glaube, viel Kummer in der Welt kommt von Menschen, die wissen, dass sie das sind, aber sich als das behandeln lassen. Oh, mögen Sie Champagner? Ich trinke eigentlich nie. Oh, schade, nicht, ist organisch. Na ja, gut, dann wird das eben meine neue Erfahrung für heute sein. Wundervoll, Herr. Und morgen werden wir jodeln lernen.
erwartete ihn. Oh ja. Mein Vater sagt immer, hab jetzt nur nicht so eilig von zu Hause fort,
Das war mein Wehr und Waffen beim Streitposten stehen, bei politischen Versammlungen und Kundgebungen, wenn wir von der Polizei abgedrängt und von der Opposition angegriffen wurden. Was hast du bekämpft? Für große Dinge. Und jetzt gehst du nicht mehr mit diesem Schirm da auf die Barrikaden? Nein, das ist vorbei. Keine Revolten mehr? Ja, ja doch, aber keine Waffen mehr. Willst du schmecken? Nee, ich glaube nicht, dass das für mich... Also ach, schadet nichts, ist doch gar nicht. Gewöhn dir schöne Laster an. Was heißt dir Laster? Konfuzius sagt, sei nicht einfach gut. Sorge dafür, dass gute Dinge geschehen. Hat Konfuzius das gesagt? Tja, er soll ja sehr weise gewesen sein. Und dann wird er es doch wohl gesagt haben. Du bist der weiseste Mensch, den ich kenne. Einmal, vor langer Zeit, trafen wir in Persien in einem Bazar einen weisen Mann. Er war von Beruf weise. Und seine Besonderheit für die Touristen war ein Spruch, der in einem Stecknadelkopf eingraviert war. Frederik Pau kaufte mir sofort so eine Stecknadel. Und wie wir wieder im Hotel waren, las ich den Spruch mit einer Lupe. Und er lautete: Auch das wird verloren gehen. Ich habe noch gar nicht gelebt. Ich bin ein paar Mal gestorben. Wie meinst du das? 17 Mal. Die Verstümmelung nicht mitgerechnet. Einmal habe ich mir mit einem Luftdruckgewehr und einem Farbbeutel einen Kopfschuss verpasst. Wie einfallsreich! Erzähl! Ja, das ist alles nur eine Sache des richtigen Timings und der richtigen Ausrüstung. Willst du das wirklich hören? Ja, bitte! Okay. Also, das erste Mal war nicht geplant. Ich war im Internat und hatte im Chemiesaal ein paar Experimente zu machen. Naja, jedenfalls, ich mischte das Zeug zusammen, alles ganz wissenschaftlich. Aber auf einmal gab es eine gewaltige Explosion. Ich wurde in die Ecke geschleudert, im Fußboden war ein Loch. Mein Haar war versenkt, Rauch und Flammen überall. Ich wollte nur noch raus. Glücklicherweise gab es in der Wand so einen kleinen Schacht, in den früher die Wäsche geworfen wurde. Darauf sauste ich nach unten. Kaum war ich draußen, ging das ganze Obergeschoss in Flammen auf. Alarmsirenen heulten, die Leute schrien. Naja, und ich zog es vor, nach Hause zu fahren. Als ich da ankam, gab meine Mutter gerade eine Party. Ich schlich über die Hintertreppe nach oben auf mein Zimmer. Kurze Zeit später klingelte es. Die Polizei. Ich hörte, wie sie meiner Mutter mitteilte, ich sei bei einem Unfall in der Schule ums Leben gekommen. Das Gesicht meiner Mutter konnte ich gar nicht erkennen. Ich sah nur, wie sie die Leute um sich herum anschaute, schwankte. Dann fasste sie sich mit der einen Hand an die Stirn, die andere streckte sie weit von sich, als suche sie irgendwo Halt. Zwei Männer stürzten auf sie zu und sie sank ihnen mit einem tiefen, tiefen Seufzer ohnmächtig in die Arme. Damals kam ich darauf, dass Todsein auch seine Reize hat. Verstehe. Es gibt Leute, die finden Todsein verlockend. Aber sie wollen nicht wirklich sterben. Sie drücken sich nur vor dem Leben. Ich mag dich, Mord.
listening. Look round over the place. Ain't no rings or fancy things will help you find the love. Reach on out, without a doubt. Trust the Lord above. It's what you need. What you need. Go back where you was, I done just getting tired. Yeah. My mind is wide open, and my heart is open too. If there's anything can hand between, is there nothing I can do? Been waiting all my life to see, been standing here all day. I see you now in front of me, I know I've got my way. It's called love, it's called love. There's a reason that I've come this way, a reason all day long, a reason that I did not know, a reason for this song, a reason why was no one else, as reasons come and go, a reason not to make a fuss, a reason now I know. Zurückkomme, dann möchte ich kein hysterisches Mädchen vorfinden, das deinen Kopf
hält. Ist das klar? Ja, Mutter. Übrigens, wenn du wirklich meinst, dass du ohne Dr. Matthews auskommst, hier hast du die Gelegenheit, es zu beweisen. Ja, Mutter. Sei höflich, sei ein Gentleman. Und vergiss nicht, dieses Mädchen ist deine letzte Chance. Hallo, Sie sind Sunshine, Doré. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Kann nicht klagen. Sie sind doch Schauspielerin. Oh, ich bilde es mir ein. Herrlich, und Sie werden Sie sich auf viel zu erzählen haben. Herrlich interessiert sich sehr fürs Theater. Klasse. Ich gehe jetzt und hole ein paar Drinks. Harold, Miss Starlight möchte vielleicht raus. Ich heiße Sunshine. Oh ja, natürlich. Möchten Sie eine Zigarette? Oh nein, danke. Davon kriege ich braune Finger. Ach so. Sie heißen also wirklich Sunshine? Nicht direkt. So hieß mein Lehrer an der Schauspielschule. Louis Sunshine. Sie haben Sie gleich von ihm gehört? Nein. Oh, er hat einen enormen Einfluss auf die Ausbildung meines Instrumentariums. Damit ist mein Körper gemeint. Theaterjargon, wissen Sie? Und als ich dann mein gewandeltes Ich in einer neuen Form ausdrücken musste, da habe ich den Namen Sunshine gewählt. Dore ist mein richtiger Name. Das heißt eigentlich Dora. Klasse Einrichtung. Erinnert mich an unsere Dekoration von Macbeth. Wir haben es in moderner Kleidung gespielt. Sie spielen also viel? Sicher. Ich arbeite jeden Tag. Das Instrumentarium immer in feiner Stellung halten. Zurzeit beschäftige ich mich vor allem mit den Klassikern. Shakespeare, Shaw, ich habe die Kleopatra einstudiert. Werde sie mit ägyptischen Akzent sprechen? Oh, nein, nein, nein. Momenten stören. Ich weiß selbst sehr genau, wie sehr ein
echte Emotionen auspumpen können. Ich habe mal die Julia gespielt. Louis meinte, das sei meine größte Leistung gewesen. Eine Liste der Möbel, die in dieses Haus geliefert wurden. Es steht aber nirgends verzeichnet, dass Sie etwas davon bezahlt hätten. Also, falls Sie nicht unverzüglich zahlen können, bin ich durch richterliche Verfügung ermächtigt, für die sofortige Rückführung besagter Möbel Sorge zu tragen. Haben Sie das Geld? Das habe ich mir gedacht. Jungs! Jungs! Nehmt einfach alles mit, was auf der Liste steht. Was nehmen die Männer alles weg? Alles. Und ich kann nicht bestreiten, dass mir das Ganze ein gewisses Vergnügen bereitet. Sie wissen, dass Sie mir schon lange ein Dorn im Auge sind. Aber ich bin kein Unmensch. Es gibt hier ein staatliches Altersheim. Und wenn Sie diese Bleibe hier einfach verkaufen... Das hier? Ja.
müssen. Aber es ist wahr, Herr Inspektor. Wenn es wahr ist, dann müssen Sie sich schon morgen eine neue Unterkunft suchen. Morgen ist mein Geburtstag. Ja, das trifft sich ja sehr gut. Ich wollte mich sowieso verändern. Hallo. Harold, komm her, guck dir den Spaß an. Was ist denn hier los? Wieso räumt ihr die ganzen Sachen raus? Wir räumen aus. Rückführung nennt man das, glaube ich. Herr Inspektor, wollen Sie nicht eines meiner Gemälde haben? Ich glaube, Sie könnten etwas Farbe in Ihrem Leben brauchen. Mord! Wie willst du in einem leeren Haus wohnen? No problem. Das geht alles weg. Oder wie wär's mit diesem Vogelbad? Oder mit einem schönen Farbenkopf? Hallo! Wir haben vergessen, den kleinen Baum zu pflanzen. Mord! Nein, 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 das müssen wir sofort tun. Herr Inspektor, wenn Sie uns brauchen oder irgendwelche Probleme auftauchen, wir sind im Wald. Entschuldigung, hätte sie wohl etwas dagegen, wenn ich das Vogelbad mitnehme? Besonders, wenn das Land nicht mehr in Sicht war und wir ganz allein waren. Und um uns nur Wellen, lauter Wellen. Wann war das? In den 20er Jahren. Oh. Nein, nein. Ich erinnere mich, da kam ein Unwetter auf. Gefährlich, wahnsinnig. Das sind all die Worte, die die Sterblichen erfunden haben, um die Abenteuerlustigen zurückzuhalten. Aber wir haben. Wir reißen sie mit, nicht wahr? Wir reißen sie hoch in unseren Ballon. Ja, du könntest das, aber ich. Die meisten Menschen sind nicht so wie du. Die leben alle in ihrer Burg, jeder auf seiner Zelle. Ja, so in gewisser Weise. Aber darum müssen wir ja auch die Zellen besonders liebevoll ausrichten. Außerdem kann man natürlich unter den Sternen schlafen. Hast du eigentlich nie Angst? Wovor? Das Bekannte kenne ich und das Unbekannte möchte ich kennenlernen. Bist du schon oft hier hinaufgestiegen? Oh ja, früher mit Frederik. Was ist aus deinem Mann geworden? Er ist umgekommen, während des Kriegs. Ich habe nie erfahren, wie. Aber nach dem Krieg ging ja alles runter und drüber. Ihr seid wohl viel zusammen verreist. Ich erinnere mich an einen Tag wie diesen in Shanghai. Blauer Himmel, weiße Wolken, wie heute. Ja, herrlich. Kaum zu glauben, dass dahinter die unendliche Schwärze des Weltraums ist. Aber von unzähligen
Sterne sind da, aber man sieht sie nicht. Das pflegt der Freundin von dir immer zu sagen. Sie sind auch jetzt da. Pass mal! Schönste Person, die ich je gesehen habe. Ich bin ganz verlegen. Ein Schulmädchen. Die Sonne verschwindet. Die Farben verändern sich, verblassen. Und wir sind mit der Dunkelheit und den Sternen. Wie deine Freundin zu sagen pflegte. Ja, sie hatte Vertrauen zu den Sternen. Und die halfen ihr, Hunger, Kälte und KZ-Wärter zu missachten. Was ist aus ihr geworden? Sie starb in meinen Armen. Am 21. März 1943. Frühlingsanfang. Oh, sieh mal. Was denn? Nur eine Möwe. Nicht, dass ich für morgen eine Geburtstagsüberraschung für dich plane. Natürlich nicht. Ich bin gespannt wie ein Flitzeflug. Vorhin erzählt über die Sterne und deine Freundin, die gestorben ist. In Nächten wie dieser hat sie zum Himmel aufgeschaut und mir erklärt, dass das Licht von einem sehr fernen Stern mehr als 1 Million Jahre braucht, um uns zu erreichen.
nicht gedacht, dass ich dich mal weinen sehe. Ach, Harry. Du bist noch so jung. Was hat man dir beigebracht? Ich weine deine Tränen. Mrs. Harold Chasen. Oh, Betty. Betty, Sie glauben nicht, was eben passiert ist. Harold hat ein Mädchen gefunden. Jemand muss doch dafür sorgen, dass die Dinge im Lot bleiben. Jemand muss Leute wie Sie daran hindern, das Boot umzukippen. Aber ich habe nichts gegen Sie persönlich. Ich möchte, dass Sie das wissen. Aber das weiß ich. Und wie sollen Sie das Leben zum Stillstand bringen? Sehen Sie sich mein Heim an. Vor ein paar Tagen war es voll, jetzt ist es
soweit ich weiß, ist das hier das einzige Haus in der Waverly Street. Und wenn Sie mich fragen, das reicht auch. Hallo! Die Bücher sind hier oben. Nehmen Sie Zitrone oder Milch? Ja, da bin ich irgendwann. Ich muss eine falsche Adresse haben. Ich suche ein junges Mädchen. Ah, sind Sie nicht vom Krankenhaus? Nein. Ich dachte, Sie kommen vom Krankenhaus, um die Bücher abzuholen. Ach, verstehe. Ich arbeite zwar von Zeit zu Zeit ehrenamtlich im Krankenhaus, aber im Augenblick suche ich ein junges Mädchen, das hier wohnen soll. Wirklich? Ja, aber ich bin die Einzige, die hier wohnt und ich werde heute 80. 80 Jahre? Ja, das ist ja wundervoll, ich gratuliere. Ja, danke, wie Sie sehen, ziehe ich eben aus. Ja. Zucker? Nein, danke, gar nichts. Vielleicht zieht das junge Mädchen, das ich suche, ja hier ein. Möchten Sie ein Stück Kuchen? Danke. Das ist eine schöne alte Teekanne. Ja, ein Erbstück aus der Familie meines verstorbenen Mannes Frederik. Gefällt sie Ihnen? Sehr. Ja, dann nehmen Sie sie. Wie bitte? Als Geschenk. Aber das geht doch nicht. Sie werden bestimmt Sorge tragen. Ja, also, wenn Sie darauf bestehen. Vielen Dank. Das ist so nett von Ihnen. Wissen Sie, meine Freundin Betty. Ach Gott, entschuldigen Sie bitte. Ich habe mich Ihnen überhaupt noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Helen Chasen. Harolds Mutter? Ja. Wieso? Ich freue mich doch so, Sie kennenzulernen. Harold hat schon viel von Ihnen erzählt. Sie sind? Gräfin Mathilda von Chardin. Aber Gräfin? Sie dürfen mich Maud nennen. Maud? Mord! Sie kennen also meinen Sohn? Oh ja, wir sind gute Freunde. Er ist so intelligent und empfindsam. Ich liebe ihn sehr, aber Sie wissen das ja schon alles. Oh ja. Was war das für ein junges Mädchen, nachdem Sie sie erkundigt haben? Ist es eine junge Dame, mit der Sie ihn bekannt machen wollen? Nicht direkt. Sie sagten, Sie gehen weg. Stimmt, nach Mitternacht bin ich nicht mehr da. Endgültig? Ja, ich bin unterwegs zu neuen Horizonten. Dann hat Harold Ihnen noch gar nicht gesagt. Das, also ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich anfangen soll. Ja, aber was halten Sie vom Heiraten? Ich finde es großartig. Zwei Menschen wachsen zu einem zusammen. Aber wenn man schon mal verheiratet war, dann weiß man ja darüber Bescheid. Oh ja. Aber was halten Sie davon, wenn eine ältere Frau einen jungen Mann heiratet? Nun, ich sehe da keinen Unterschied. Manche Leute schon. Und wenn ein älterer Mann eine junge Frau heiratet? Aber das ist doch ganz was anderes. Also wird akzeptiert. Ich verstehe. Sie sind besorgt, was die Leute sagen. Ja, also, immerhin bedrückt sie das schon lange. Ich meine, eine ältere Frau. Die schon einmal verheiratet war. Ja. Und deren Ehemann verstorben war. Ja. Und die beabsichtigt, sich wieder zu verheiraten mit einem sehr viel jüngeren Mann. Ja, ich. Ja, aber Helle, wenn Sie wollen und er will, dann heiraten Sie doch einfach. Ich glaube, jetzt haben Sie mich völlig missverstanden. Es geht nicht um mich, sondern um Harold. Ach, Harold wird das großartig finden. Wenn Sie wollen, spreche ich mit ihm. Nein! Nein, das ist es nicht. Aber was bedrückt Sie denn so, Helen? Die Flitterwoche. Was? Aber seien Sie unbesorgt, Sie sehen blendend aus. Es gibt bestimmt eine Menge Gockel, die mit Ihnen auf der
glaube, ich muss jetzt gehen. Ja, ich muss auch gehen. Vergessen Sie das kleine Problem. Und denken Sie dran, mit der richtigen Atmung und mit der entsprechenden Gymnastik werden Sie jede Nacht glücklich machen. Leben Sie gut. Ja, Helen, Sie haben Ihre Teekanne vergessen. My mind is wide open and my heart is open too. If there's anything can hand between, is there nothing I can do? Been waiting all my life to see, been standing here all day. I see you now in front of me, I know I found my way. It's called love, it's called love. Love, love. There's a reason that I've come this way, a reason all the time. Es ist so wundervoll, als brenne ein Feuerwerk ab. Also, Mord auf dich. Gestern, heute und morgen. Möchtest du vielleicht ein bisschen Musik hören? Ja, gern. Noch eine Überraschung. Ich hoffe, es macht dich glücklich. Aber ich bin glücklich. Unbeschreiblich glücklich. Du hättest mir kein
Tabletten genommen. Um Mitternacht werde ich nicht mehr da sein. Ich hab den Ring gekauft. Heute Abend wollte ich dich fragen. Aber es war doch ein so wunderschönes Fest, Hannah. Dank dir für alles. Mord. Nein, nein, warte, warte, warte. Verstehst du nicht? No tortured soul, no state of grace will hide you from your destiny. Look round over the place, ain't no rings or fancy things will help you find a love. Reach on out, without a doubt, trust the Lord above. It's what you need. What you need?
a reason that I've come this way, a reason all day long, a reason that I did not know, a reason for this song, a reason why was no one else, as reasons come and go, a reason not to make a fuss, a reason now I know.